ich darf das Lifehacking heute machen. Einige von Ihnen kennen mich vielleicht noch von den letzten Jahren. Das Gesicht zumindest kenne ich, einige andere Gesichter habe ich auch schon mal gesehen. Ich wurde heute auch schon gefragt, zeigst du diesmal etwas Neues? Und ich sagte, eigentlich nicht, eigentlich zeige ich etwas Altes. Aber der Grund, warum ich das zeige, ist, dass es aktueller denn je geworden ist. Und es geht um die Festplattenverschlüsselung BitLocker. Kennen Sie eine Festplattenverschlüsselung BitLocker? Setzt es vielleicht jemand ein, mal melden. Ja, ja. Mal sehen, ob Sie hinterher immer noch melden. BitLocker Festplattenverschlüsselung ist tatsächlich, oder andersherum gesagt, dachte ich eigentlich, dass Festplattenverschlüsselung lange Zeit nicht mehr aktuell ist. Weil das Thema schon längst mehr oder weniger sich erledigt hat. Wir kennen die bekannten Firmen, die dort eine Lösung mit anbieten. Einige wurden jetzt gerade gekauft. Und es hat dazu geführt, dass bei den Unternehmen, gerade bei den größeren Unternehmen, die Diskussion tatsächlich wieder neu aufgekommen ist, sollen wir unsere Festplatten mit einer neuen Lösung verschlüsseln oder die alte Lösung weiterhin fortführen. Jetzt muss man wissen, dass bei den Windows-Betriebssystemen, Windows 7 und Windows 8, glaube ich, Ultimate und Enterprise, wird BitLocker kostenlos als Verschlüsselungstool mit dazugegeben. Und die Festplatte damit zu verschlüsseln, ist für viele Konzerne tatsächlich ein Geldsparpotenzial, wo sie sagen, das machen wir, denn der Microsoft-Mitarbeiter sagt ja auch, dass das sicher sei. Jetzt habe ich mir hier ein Notebook mal zurechtgestellt, beziehungsweise wir tun mal so, als wäre das geklaut. Ich kann es hier mal hochhalten. Sie sehen, das Gerät ist komplett ausgeschaltet. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Viele Kollegen glauben, dass man, wenn man eine Festplatte verschlüsselt hat und sie in den Hibernation-Modus fährt, dann ist es klar, dass man sie knacken kann, also sprich in den Schlafzustand. Aber wenn das Gerät komplett ausgeschaltet ist, soll es nicht gehen. Hier ist das Gerät komplett ausgeschaltet, wir haben den Akku auch draußen und ich habe hier so eine kleine Kamera, die ich mal mit dazu stelle, damit Sie sehen können, was hier passiert. Ich mache das mal größer. Wir starten jetzt das Gerät, also stellen uns vor, ich hätte das geklaut. Ich drücke auf den Power-Knopf und das Gerät ist schon ein bisschen älter, das spielt aber keine Rolle. Und wir können booten. Kommt er hoch? Ja. Ich will auch keine Werbung für die machen. Das sind also keine betroffenen Unternehmen, sondern das ist zufällig so ein Gerät. Der Hintergrund ist folgender. Microsoft BitLocker gibt es in unterschiedlichen Variationen. Ich muss da ein bisschen ausholen. Als ich das erste Mal in der Schweiz den Vortrag gehalten habe, vor vielen Vorständen und Aufsichtsräten, hat eine Woche später der Sicherheitschef von Microsoft bei mir angerufen und hat gesagt, was hast du da gezeigt? Ich habe ihm gesagt, Cold Boot Attack, das kannst du bei Wikipedia nachlesen, das gibt es eigentlich schon seit ein paar Jahren, aber offensichtlich ist es nicht so wirklich publik geworden. Er hat dann mit mir diskutiert und sagte, okay, kannst du bitte darauf aufmerksam machen, dass wir ja unterschiedliche Authentifizierungsmechanismen haben. Das heißt, Microsoft BitLocker funktioniert folgendermaßen, dass Sie hingehen können und sagen können, ich speichere den Schlüssel auf einem USB-Stick. Wo habe ich den? Hier habe ich den. Auf einem USB-Stick. Ja, sage ich, das ist schon mal eine gute Idee. Ist für Firmen jetzt nicht wirklich relevant, weil wenn Sie das Notebook verschlüsseln und der Mitarbeiter seinen Schlüssel mit in die Notebooktasche tut, ist es blöd, wenn er beides verliert, weil dann ist der Schlüssel mit weg. Darüber hinaus wird der Schlüssel auch in eine Textdatei gespeichert. Das heißt, es ist ein normaler Memory-USB-Stick. Das ist eine dumme Idee, den mit dazu zu nehmen. Hat er mir zugestimmt, ist kein Problem. Dann gibt es die Möglichkeit, den Schlüssel in einem sogenannten TPM-Modul zu speichern. Trusted Platform Module, haben Sie vielleicht schon mal gehört. Das TPM-Modul ist ein Chip in dem Computer mit drin, der direkt von dem Hersteller mit ausgeliefert wird. Dieser Chip prüft in der Regel nach, ob die Hardware selber sich geändert hat, was wichtig ist, wenn man zum Beispiel manipulieren möchte. Hat irgendjemand vielleicht die Festplatte rausgebaut? Hat er vielleicht Speicher rausgebaut? Ich glaube sogar, wenn Sie die Maus ändern, sagt dieses TPM-Modul schon, Achtung, es wurde etwas verändert. Da drin speichert man jetzt den Schlüssel und sagt, nur wenn das System unverändert ist, geben wir den Schlüssel heraus und wir können booten. Jetzt gibt es bei diesem TPM-Modul zwei Variationen. Einmal mit dieser sogenannten TPM-PIN und einmal ohne PIN. Mit der TPM-PIN, wie gesagt, der Microsoft-Kollege bat mich da sehr genau zu sein, deswegen wird es jetzt vielleicht etwas kompliziert. Mit der TPM-PIN schalten wir den Computer ein und als allererstes fragt uns die Hardware, wie lautet diese PIN? Dann muss man die eingeben, das können in der Regel Zahlen von 0 bis 9 sein.
Man muss die da noch eingeben, damit der Schlüssel überhaupt geladen wird. Und dann kommt man in die Windows-Login-Maske, wo man nochmal gefragt wird, wer bist du eigentlich, lieber User? Das ist der Grund, warum viele Firmen gesagt haben, zweimal anmelden, zweimal ein Passwort merken und dann einmal auch nur noch Zahlenkombinationen, ist nicht praktikabel. Die meisten Mitarbeiter können sich das nicht merken. Es gibt in Deutschland ein Konzern, von dem ich weiß, die haben 60.000 Clients ausgerollt und haben das gemacht. Der Verantwortliche hat gesagt, das ist der dümmste Fehler meines Lebens, das mache ich nie wieder. Sie können sich vorstellen, am Montagmorgen rufen alle möglichen Mitarbeiter an oder nach dem Urlaub und sagen, ich kenne die PIN nicht mehr. Darüber hinaus haben Sie auch das Problem, dass Sie eigentlich den Compliance-Richtlinien nicht entsprechen. Denn um compliant zu sein, müssen Sie identifizieren können, wer das Gerät entschlüsselt hat. Diese TPM-PIN ist aber nur pro Computer. Pro Computer bedeutet dann, dass Sie danach erst die Abfrage machen, wer bist du eigentlich, Mitarbeiter? Darüber hinaus ist es so, dass wenn mehrere Mitarbeiter das Gerät benutzen, muss man allen Mitarbeitern diese TPM-PIN geben. Also viele Gründe sprechen dagegen, diese TPM-PIN mit einzusetzen. Der Microsoft-Kollege sieht das ein bisschen anders. Der sagt, das ist eine super Idee. Und das ist ganz wichtig, das ist tatsächlich auch die sichere Re-Version. Aber sie ist das, was mir viele Kunden gesagt haben und viele Konzerne gesagt haben, für die Kunden nicht praktikabel, nicht einsetzbar. Jetzt sagen dennoch viele Unternehmen, pass mal auf, es gibt ja auch die Möglichkeit, diese TPM-PIN wegzulassen. Das heißt, wir machen das einfach so, dass wir den Schlüssel in den TPM speichern und die Festplattenverschlüsselung damit öffnen können. Und das haben wir jetzt hier bei diesem Gerät gerade gemacht. Das Gerät selber hat eine verschlüsselte Festplatte. Es hat ein TPM-Modul mit eingebaut, deswegen habe ich da so ein spezielles Gerät gekauft. Sie kriegen TPM-Chips oder Computer mit TPM-Chips in der Regel nicht in einem Mediamarkt oder Saturn oder wie die alle heißen, sondern das sind Firmencomputer, die speziell dafür gemacht sind. Dieses Gerät hat ein TPM-Modul mit drin und wir haben die PIN deaktiviert. Jetzt ist es so, dass man sich dann natürlich fragt, ich muss hier als Dieb herausfinden, wie sind die Login-Daten. Dazu konnte man in der Regel die Festplatte ausbauen, in einen anderen Computer mit reinstecken und die in der Registry überschreiben oder knacken oder wie auch immer. Es ist nicht sehr schwierig, Windows-Login-Daten lokal auf einem Gerät zu manipulieren und zu knacken. Dadurch, dass diese Platte aber verschlüsselt ist, wird es nicht funktionieren. Denn in dem Moment, wo ich sie an einen anderen Computer heranschließe, komme ich an die Daten nicht an. Jetzt haben einige findige Wissenschaftler, kann man beinahe sagen, oder sind, glaube ich, Wissenschaftler, von der Universität Princeton in Amerika sich überlegt, wenn das Gerät verschlüsselt ist, aber Windows booten kann, bedeutet das ja, dass die Verschlüsselung jetzt zu dem Zeitpunkt geöffnet ist. Denn andernfalls könnten wir nicht die Systemdaten laden. Der Schlüssel wird tatsächlich aus dem TPM-Modul herausgeladen, in den Speicher gelegt und das Betriebssystem fährt so weit hoch, um mich zu fragen, wer bist du? Wenn der Schlüssel also in dem Speicher ist, muss es doch irgendwie machbar sein, da ranzukommen. Und es gibt natürlich im Internet kostenlose Tools, die man benutzen kann, um zum Beispiel einen Memory-Dump zu machen, also ein Speicherabbild zu erstellen. Ein Memory Dump würde uns helfen, um an den Schlüssel heranzukommen. Das Problem ist nur, alle Programme, die ich jetzt laufen lassen möchte, kann ich erst starten, wenn ich mich angemeldet habe bei Windows. Andernfalls kann ich nicht zusätzlich Programme starten. Wir können uns aber nicht anmelden, da wir das Passwort nicht kennen. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, alternativ, booten wir doch einfach von einem USB-Stick. Und da kann man so schöne Mini-Linux-Versionen im Internet downloaden. Der McGrew aus Boston hat dort ein schönes Manual zusammengestellt. Den können Sie auch kontaktieren. Der hat auch am Sonntag noch geantwortet und antwortet Ihnen und erklärt Ihnen dort, was er dort gemacht hat. Dieses Mini-Linux habe ich hier auf diesem USB-Stick tatsächlich mal vorbereitet. Das hat, glaube ich, 300 Kilobyte oder so etwas. Und es soll nichts anderes machen als einen Memory-Dump. Das Problem ist jetzt, wenn wir diesen USB-Stick in den Computer reinstecken, um von diesem Linux zu booten, müssen wir den Rechner resetten. Und wenn wir den Rechner resetten, ist wahrscheinlich der Schlüssel wieder weg. Und da kommt etwas sehr Interessantes mit ins Spiel. Entschuldigung, ich bin etwas erkältet. Ein schönes Hacker-Tool, das Sie im Elektronikladen kaufen können, das Kältespray. Sie kennen es vielleicht alle noch aus dem Elektronik-Handwerkerladen oder ich weiß nicht, aus Ihrer Studienzeit oder ähnliches. Man steckt hier so einen kleinen Strohhalm vorne mit dran. Und das ist flüssiger Stickstoff, glaube ich.
also Energiespray bis minus 52 Grad. Nicht die Hand zu dicht halten, sonst kann das passieren, dass es einfriert. Wichtig ist auch, wenn Sie solche Hacker-Tools kaufen, also ich glaube, ich habe die in der Schweiz gekauft, das waren so 10, 15 Franken, achten Sie darauf, dass die DEKRA geprüft sind, zu Ihrer eigenen Sicherheit. Hacker-Tools immer nur DEKRA geprüft kaufen. Und jetzt kommen wir zu dem interessanten Teil. Wenn der Schlüssel hier in dem Speicher drin ist, müssen wir dort rankommen und das Gerät neu booten, damit wir den Memory-Dump von dem USB-Stick machen können. Wir müssen also das Gerät dazu bringen, dass der Schlüssel oder der Speicherinhalt erhalten bleibt und wir neu booten können. Und tatsächlich ist das so, dass man den einfrieren kann mit Kältespray. Und das machen wir jetzt mal, indem wir das Gerät herumdrehen. Ich werde das versuchen so zu machen, dass Sie vorne noch sehen können, dass der Computer, der läuft noch. Das ist ganz wichtig, denn wenn der Computer läuft, bleibt auch der Inhalt des Speichers erhalten. Und der Inhalt des Speichers ist der Schlüssel für die Festplattenverschlüsselung. Jetzt öffnen wir den Computer hin. Grundsätzlich ist hier der Akku schon draußen. Sie können es hier oben sehen. Den haben wir schon rausgenommen. Das ist die Abdeckplatte. Die Schrauben sind auch schon weg. Und keine Angst haben, so sieht ein Gerät von innen aus. Also die Computer sind mehr oder weniger alle relativ identisch und auch frei zugänglich schon hier vorne die Speicherblöcke. In diesen Speicherblöcken ist der Schlüssel für die Festplattenverschlüsselung, an den wir heran wollen. Hinten drin steckt der USB-Stick, den wir brauchen, hier sehen Sie den, den wir brauchen, um von dem Linux zu booten. Und dieses Linux soll diesen Memory-Dump erstellen, also das Abbild des Speichers. Jetzt fangen wir an, den Inhalt des Speichers im laufenden Betrieb, Sie sehen, der Computer ist an, tatsächlich einzufrieren. Das kann man mit diesem flüssigen Stickstoff ohne Probleme machen. Es gibt auch keinen Kurzschluss, weil kein Wasser drin ist. Man kann da auch schön Gas geben, so ein bisschen wie die Schweizer Alpen hier, etwas mehr Schnee aufmachen. Mir sagte auch mein Techniker, das stresst jetzt das System schon ein bisschen. Also es ist nicht ganz ohne. Es bildet sich auch Eis. Und wir fangen an und ziehen den Stromstecker ab. Sie sehen jetzt, das Gerät geht aus. Sofort den Stromstecker dran. Und es reicht schon aus. In dem Moment, wo der Strom wieder an dem Gerät ist, wird der Inhalt des Speichers automatisch von dem System aufrechterhalten. Und wir starten das Gerät neu. Und jetzt kann ich sagen, boote bitte von dem USB-Stick. Das Gerät ist jetzt ein bisschen langsam, ein bisschen eingefroren gerade. Aber er kommt langsam hoch. Sie sehen auch, der geht noch. USB booten. Und wir machen sofort, McGrew, sehen Sie hier, hat das Gerät vorbereitet, den Memory Dump. Können Sie das erkennen? Der Grund, warum wir den Inhalt des Speichers einfrieren können, man mag das ja gar nicht glauben, das sind ja virtuelle Daten oder elektronische Daten und tatsächlich kann man sie mit so einem Eisspray einfrieren, ist eigentlich ein alter Hut. Ich habe gelesen, dass Techniker in den 50er, in den 60er Jahren das schon konnten und es ist bis heute immer noch möglich. Das ist tatsächlich ein sehr charmanter Weg, wenn Sie den Inhalt des Speichers haben wollen, um solche Dinge wie Schlüsselmaterialien, Passwörter oder ähnliches zu bekommen und das Gerät selber gesperrt ist. Dieser Memory Dump führt jetzt dazu, dass der komplette Speicher ausgelesen wird. Der Grund, warum das so ein spezielles Linux ist, ist relativ simpel. Linux eignet sich dazu, ein sehr kleines Betriebssystem zu machen, um nur diesen Memory Dump auszuführen. Denn alles, was wir jetzt gerade neu gestartet haben, wird ja wieder in dem Speicher abgelegt und sorgt dafür, dass der Speicher überschrieben wird. Der Grund, warum der Inhalt des Speichers mit dem Einfrieren nicht komplett weg ist, ist, dass der Speicher sich nicht mit dem Abziehen des Stromsteckers sofort entleert, sondern man sagt, er faded out. Also das heißt, er geht langsam, verschwindet er. Und diesen Prozess kann man tatsächlich komplett einfrieren, wenn man das so sagen möchte, oder zumindest entschleunigen, indem man es runterkühlt. Es gab sogar einige wissenschaftliche Untersuchungen, dass man die Speicherblöcke herausnehmen kann und in flüssigen Stickstoff legen kann. Der Inhalt des Speichers blieb bis zu einer Woche erhalten. Das ist noch ein wichtiger Punkt, wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, Moment mal, der bootet vom USB. Das verbieten wir einfach im BIOS. Das schalten wir ab oder wir machen die USB-Ports kaputt, damit er so einen Memory-Dump nicht machen kann. Das ist, wie gesagt, nicht wirklich ausreichend, denn als Angreifer nehme ich dann einfach die Speicherblöcke raus und stecke sie in einen anderen Computer und da kann ich wieder machen, was ich möchte.
Jetzt haben wir also die Möglichkeit, diesen Memory Dump durchzuführen. Das dauert bei diesem Gerät knapp eine halbe Stunde. Da kriegen wir langsam Ärger mit der Messeleitung. Also habe ich das etwas abgekürzt und hier auf diesem Gerät schon mal vorbereitet. Der nächste Punkt war, dass die Universität Princeton tatsächlich auch einen Source Code bereitgestellt hat, mit dem man diesen Schlüssel finden kann im Memory Dump. Allerdings ist es keine ausführbare Datei, sondern nur ein Source Code. Ich habe mir die Mühe gemacht, das Ding mal zu kompilieren und habe gesehen, es findet den Schlüssel nicht. Vielleicht wollten die nicht so ganz offensichtlich sein oder aber den richtigen Source Code nicht bereitstellen, um niemanden anzustiften. Das ist natürlich blöde, wenn ich jetzt das in einem Vortrag zeigen möchte. Und ich habe ein bisschen weiter gesucht im Internet und habe tatsächlich auch eine Lösung gefunden, was wir dort machen können. Es gibt ein sogenanntes Forensik-Tool, das nennt sich von der Firma Passware, Passware Password Recovery Kit Forensik. Ganz wichtig, seitdem wir den Hacker-Paragraphen haben, dürfen wir ja keine Hacker-Tools mehr verbreiten. Deswegen nennen wir die jetzt Forensik-Tools und schon ist es wieder legal. Diese Forensik-Tools kann jeder erwerben. Dieses Tool kostet knapp 1000 Dollar. Die 1000 Dollar wollte ich nicht bezahlen, ich wollte aber auch keine illegale Raubkopie haben. Also habe ich die mal kontaktiert und habe dort mit dem Vertrieb gesprochen, habe dann mit dem Vorstand gesprochen. Die haben mir dann tatsächlich eine Version gegeben. Dann habe ich das auch probiert und habe festgestellt, auch die finden den Schlüssel nicht. Da sagt er, Moment aber, geh mal zu meinem Support. Nach dem Support habe ich mit der Entwicklung gesprochen und die haben mir eine neue Version geschickt, die dann tatsächlich funktioniert hat. Das zeige ich Ihnen gleich. Nachdem ich dort aber mit allen möglichen Leuten gesprochen habe, habe ich mich gefragt, warum eigentlich bei einer Firma in Kalifornien sitzen die, wie dort diese Forensik-Software entwickelt haben, warum hat eigentlich jeder Mitarbeiter bei denen einen russischen Namen? Sitzen aber in Kalifornien, direkt bei Microsoft mehr oder weniger vor der Tür. Ein Kollege sagte mal, vielleicht wollen die auch mal zeigen, was die können, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, Sie können es frei kaufen, es ist legal. Und wir gehen dorthin und sagen, okay, jetzt möchte ich Analyze Memory und Decrypt Hard Disk durchführen. Und da fragen die mich auch, was ist denn das für eine verschlüsselte Festplatte, die du da hast? Eine BitLocker, eine TrueCrypt, PGP-Wide, Apple Disk, FileFold, Mac-User, die haben den ganzen Blumenstrauß da. Das ist alles kein Problem. Dort sagen wir, das ist eine BitLocker-Datei oder eine BitLocker-Festplatte, Entschuldigung. Jetzt gibt es mehrere Optionen. Die erste Option ist, man soll das Encrypted BitLocker Volume Image File einbinden. Ein Image File ist ein Abbild der Festplatte, also eine Art Backup. Bei einem normalen Backup ist es so, dass man das dateibasiert macht. Bei einem Image Backup macht man wirklich Block für Block die gesamte Platte, speichert man danach als Image File mit ab. Das habe ich vorbereitet. Sie sehen hier, das ist eine 10 GB Platte, nur zum Vorführen eine etwas kleinere. Die zweite Partition wird auch erkannt mit der Pre-Boot-Partition, die Microsoft automatisch dort einrichtet. Als nächstes, um das etwas zu beschleunigen oder deutlich zu beschleunigen, soll man diesen Memory Dump dort mit hinzufügen. Das habe ich auch gemacht. Und dann braucht man nichts anderes machen, als Next zu drücken und die Software beginnt zu arbeiten. Das dauert jetzt, sage und schreibe, ich glaube, 4, 4,5 Minuten. In der Zeit quatschen wir noch ein bisschen. Und an der Stelle möchte ich noch einmal betonen, wie gesagt, ich habe mit einigen Versicherungen in Deutschland gesprochen, wo mir die IT-Leiter gesagt haben, der Microsoft-Mensch hat zwar gesagt, Cold Boot Attack gibt es, aber das dauert Monate, bis du das da geknackt hast. Nein, also der Aufwand noch einmal Revue passieren lassen. Notebook klauen dauert, glaube ich, 2 Minuten, wenn Sie schnell laufen können. Oder je nachdem, wie Sie das machen. Dann haben Sie das ausgeschaltete Gerät, also Worst-Case-Fall. Und Sie fangen dann an, starten das Gerät, stellen fest, Sie können sich nicht einloggen, haben den USB-Stick, stecken den mit ran, wenn Sie ihn von USB booten können, führen dann den Memory-Dump mit aus. Die Geschwindigkeit des Memory-Dumps hängt von dem USB-Port ab, USB 1.0, 2.0, 3.0, wie auch immer. Und die Größe des Speichers dauert je nachdem, bei dem wie gesagt eine halbe Stunde, wenn der Port schneller wäre, weniger. Sagen wir mal einen halben Tag, Pi mal Daumen. Dann müssen Sie noch ein Image der Festplatte erstellen und so weiter, das dauert locker 4, 5, 6 Stunden. Nachdem Sie das haben, ist auch dort wiederum die Frage, wie schnell die Software arbeitet, je nachdem wie groß Ihr Memory Dump ist und wie groß die Festplatte ist. Aber in der Regel reden wir von wenigen Minuten. Und danach soll diese Software in der Lage sein, den Recovery Key herauszufinden. Und ich öffne den schon mal.
Der BitLocker Recovery Key, erkläre ich Ihnen kurz, ist quasi der Notschlüssel. Das heißt, Microsoft sagt, wie jede Festplattenverschlüsselung, wenn du die Festplatte verschlüsselst und den Schlüssel verlierst oder irgendetwas schief geht, dann legst du diesen Recovery Key irgendwo ab. Logischerweise nicht auf den verschlüsselten Gerät, weil dann wäre der mit weg. Die meisten Firmen legen das Ding einfach als Active Directory, was vielleicht auch nicht die schlauste Idee ist, aber irgendwo an einen relativ sicheren Ort. Mit diesem Recovery Key könnte man jetzt die Platte ausbauen, an einen anderen Computer mit ranstecken und Microsoft, wie gesagt, Windows ab der Version 7, glaube ich, sagt automatisch, wir haben eine BitLocker verschlüsselte Platte erkannt, möchtest du die recover? Und dann sagen wir ja. Und dann muss man diesen Recovery Key dort mit eingeben und hat danach die Festplatte tatsächlich geöffnet. Man hat vollen Zugriff drauf und man kann alles damit machen. Diese Forensik-Software wird jetzt diesen Recovery Key finden. Ein Schritt zurück, der Microsoft-Kollege sagte wieder, ja, wir haben ja auch in unserer Dokumentation mehr oder weniger deutlich gemacht, dass man BitLocker mit TPM ohne PIN nicht einsetzen soll. Ich habe jetzt gerade vor kurzem erfahren, dass ein Versicherungsgigant aus München gerade dabei ist, konzernweit das genauso einzuführen, wie wir das hier in ein paar Minuten knacken. Ich weiß von einer Bank in Österreich, die das vorhat. Ich weiß von einigen anderen Unternehmen in Deutschland, große Konzerne, die ihre Festplatten so verschlüsseln wollen, weil sie damit Geld sparen. Ich sage, vielleicht ist das nicht die beste Idee, dass man jeden Cent dreimal umdreht, denn hinterher wird das bestimmt teurer werden, wenn die Daten erst einmal weg sind. Also auch von der Stelle Vorsicht geboten. Und wenn Sie das inhaltlich nicht ganz verstanden haben, wenn Sie den TPM-Pin nutzen würden, ginge tatsächlich Cold Boot Attack nicht. Es gibt dann zwar immer noch andere Angriffsmechanismen, aber es wäre ein Stück weit sicherer. Aber wie gesagt, Compliance-Richtlinien nicht wirklich ideal. Es gibt bessere Lösungen, auch eine sogenannte Pre-Boot-Authentifizierung zu machen, zum Beispiel mit einem Single Sign-On, dass der Mitarbeiter sich nur einmal mit einloggen muss und so weiter. Wenn Sie dort direkten Bedarf dran haben an einer vernünftigen Lösung, lassen Sie sich beraten. Wir machen so etwas gerne oder gehen Sie zu einem anderen Unternehmen. Und ich hoffe, dass jetzt in den letzten Sekunden dieser Recovery Key mit rauskommt. Hier ist er. Sie können die Zahlenkombination vergleichen, 236995, hier unten. Der komplette Block an Recovery-Daten ist dort erkannt worden. Und interessanterweise ist die Software auch noch so einfach zu bedienen, dass die dazu schreiben, ohne eckige Klammer, du Idiot. Und wenn du das Ding nicht kopieren kannst, drück einfach auf den Copy-Balken. Also es ist wirklich kindersicher und idiotensicher. Kostet aber auch ein Tausender. Wenn Sie das legal machen wollen, wenn Sie es illegal machen, werden Sie sich wahrscheinlich eine Raubkopie besorgt haben. Und danach können Sie von Versicherungsunternehmen oder von anderen großen Industriekonzernen in Deutschland einfach mal die Daten knacken und sehen, was dort für verschlüsselte Informationen auf dem Gerät gespeichert wurden. Das ist im Grunde genommen schon alles, was ich zeigen wollte. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie gerne noch zu mir, oder? Wie machen wir das? Die Moderation hat schon Feierabend. Ich stehe noch ein paar Minuten hier und bin morgen früh auch nochmal da. In dem Sinne, besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.